Willkommen, werte Piratinnen und Piraten, willkommen zu Republic of Pirates, einem neuen Piraten-Städtebau- und Echtzeit-Strategiespiel hier bei Let's Splinter. Freue mich sehr, dass ihr da seid. Willkommen zu diesem neuen Titel, der am 19. Juni 2024 erscheint. Entwickler ist das Team von Crazy Goat Games, Publisher ist Pew Cube und ich freue mich, dieses Spiel mit euch anzocken zu können, welches in der Karibik während des goldenen Zeitalters der Piraterie, sprich dem Ende des 17. Jahrhunderts, spielt. Wir haben die Aufgabe, unsere eigene Piratenrepublik zu gründen, indem wir eine Siedlung auf einer abgelegenen Insel gründen und Gebäude, Industrien und Infrastruktur errichten, um die Bedürfnisse der wachsenden Bevölkerung von zunehmend fähigen Piraten zu erfüllen. Während unsere Stadt wächst, rekrutieren wir Kapitäne, bauen verschiedene Schiffsklassen und schicken eine Flotte aus, um das lokale Archipel zu erkunden und zu erobern. Die Schiffe können in Echtzeit kommandiert werden, um Kaufleute anzugreifen und andere Piraten zu bekämpfen. Unsere Aktionen werden jedoch nicht unbemerkt bleiben und so müssen wir diplomatische Beziehungen pflegen und gleichzeitig darauf vorbereitet sein, unsere Küsten vor feindlichen Angriffen zu verteidigen. Es könnten also großartige Schiffsschlachten auf uns warten. Republic of Pirates unterstützt mehrere Spielmodi. Im Kampagnenmodus müssen wir in einer erzählerischen Kampagne Quests meistern. Der freie Spielmodus hingegen bietet ein weniger vorgefertigtes Erlebnis, glänzt jedoch mit zusätzlichen Karten zum Erforschen, einstellbaren Schwierigkeitsgraden und einer Siedlungsentwicklung, die an das Errichten und Erreichen wichtiger Bevölkerungsmeilensteine und nicht Abschluss von Storyquests angeknüpfen wird. Wo sind die ganzen Piraten-Städtebauspiele in den jüngsten Jahren geblieben? Es gibt erstaunlich wenige Citybuilder mit Piratenthematik. Es gab seinerzeit die klassischen Titel wie Port Royal oder aber auch Sid Meier's Pirates aus dem Jahr 2004. In jüngerer Zeit haben sich aber Spiele mit Piratenthematik eher in Richtung der First-Person-Survival- und RPG-Genre-Geschichten entwickelt. Ob Republic of Pirates die vielen bekannten Nostalgie-Punkte auf die Bildschirme von euch zurückzaubern wird und die Lücke schließt, ist eine durchaus spannende Frage, die wir heute und in den kommenden Folgen einmal genauer betrachten wollen. Es ist inspiriert, und das geben die Entwickler ganz offen und ehrlich zu, von zwei großen City-Bildern ihrer Art. Und zwar zum einen von Age of Empires und von Anno. Und ganz ehrlich, gerade Anno sieht man vor allen Dingen im User-Interface relativ deutlich und relativ schnell zu Beginn des Spiels. Lassen wir uns also überraschen, inwiefern sich das Spiel von den altehrwürdigen Spieletiteln unterscheidet. Und schauen rein. Die Demo war verfügbar vom 7. bis 17. Juni 2024 im Zusammenhang und im Zuge des Steam Next Fests. Jetzt aber am 19. Juni kommt dieses Spiel schon raus. Und vielen, vielen Dank also in dem Zusammenhang an die Entwickler, dass wir das Spiel schon zwei Tage vorher spielen können. Freue mich sehr drüber. Kommt auf Steam und im Epic Game Store raus, wie gesagt am 19. Die Demo war 3 Stunden lang aus der Hauptkampagne und das ganze Spiel wird euch 20 bis 30 Stunden fesseln, was den Kampagnenmodus anbelangt. Die freien Spielmodi sind natürlich ein ganz anderes Kapitel. Da müssen wir dann entsprechend schauen, wie lange man mit diesem Spiel glücklich sein kann. Ob es nach dem Release noch weiteren Content oder auch DLCs gibt, wird nach der Veröffentlichung dann auch kommuniziert. Das heißt, da kann ich euch an der Stelle momentan noch nichts zu sagen. Lasst uns loslegen mit Republic of Pirates. Schön, dass ihr da seid. Wenn ihr Lust drauf habt und das Video euch gefällt, drückt doch gerne auf den Abo-Knopf. Wir starten in die Kampagne, würde ich mal sagen, die da mit dem Tutorial sicherlich einhergehen wird. Und zunächst können wir den Schwierigkeitsgrad wählen. Der unterscheidet sich dann darin, wie viel Dublonen man zu Beginn hat, unter anderem. Oder auch Kostenrückzahlung für abgerissene Gebäude, Unterhaltungskosten für stillgelegte Produktionsstätten. Schiffsstärke ist hier um 30% erhöht, wenn wir mit Mittel beginnen. Das ist doch der Weg, den ich wählen werde. Verfügbare Kapitäne um eine Person erhöht. Startinselgröße, Mittel, Startinselgröße. Inselstrände sind 2. Verfügbare Materialvorkommen. Wird uns nichts angezeigt. Es sieht hier ein bisschen nach Edelsteinen und nach irgendeinem baumartigen Zweig aus. Produktionsbedingungen. Wir sehen hier Bretter 50%, Baumstümpfe 50%. Was das alles bedeutet, gucken wir uns noch zu gegebener Zeit ein. Begeben Sie sich auf ein Abenteuer und gründen Sie eine beneidenswerte Republik der Piraten, die Sie immer weiter ausbauen. Seien Sie doch gewahrt, dass es nicht einfach wird, Ihre Ziele zu erreichen. Greed. It tears us all down eventually. Heck, that's what this is all about. We rob, we plunder, we kill. All for a bit more wealth and another day of freedom. But we all know the truth. There's only one way out of this pirate life. And if it's not at the end of a rope,
It's usually a shot in the back from a pistol of a crewmate. The Republic of Pirates was meant to be different. But the greed got to them too. Turning on one another like that. Damn shame what they did to your old man. And now they're carving up the archipelago between the three of their crews. Lucky Jack Howell and the self-proclaimed Raiders of the Caribbean. Scar and his gallows men. And Matilda Barbero, leader of Los Guerreros. They had it all. Spanish gold by the galleon, and a nice slice of the Caribbean to call home. They couldn't play nice, could they? Well, if it's revenge you want, I'm with you. I owe your old man that much. We're one ship against three fleets, but they aren't expecting us. We'll make for the archipelago and set up on an isolated island before they get wind of our intentions. Revenge for your father and the chance to build something better. Und damit haben wir das Setting. Wir alleine gegen drei andere Anführer. Das werden wir also erstmal ein bisschen herrichten müssen. Wir werden ein eigenes Areal und eine eigene Stadt gründen müssen, um eventuell weitere Schiffe bauen und errichten zu können, um dann in die Schlacht zu ziehen und uns Ruhm und Ehre zurückzuerobern. Um nicht viel mehr geht es den Piraten vermutlich. Und insofern bin ich sehr gespannt, wie wir unsere erste Anlandung an einer Insel gestalten können und wie es sich spielen lässt, dort dann entsprechend eine kleine Insel oder kleine Stadt zu errichten. Und hier ist unser Schiff. This is the archipelago, all right. But it's far too dangerous to continue out in the open. Let's stick to the shallows for now. Okay, wir werden erstmal angeführt. John Artley spricht mit uns. Wir segeln los in seichtem Gewässer. Das Archipel ist es viel zu gefährlich, aufs offene Meer hinauszufahren. Bleiben wir erstmal im Seichten und schauen uns um. Und ihr seht schon ein bisschen hier, es dreht sich extrem schnell, wenn man das Mausrad dreht. Ranzoom geht, den Winkel oder die Neigung verändern offenkundig nicht. Wir wählen einmal das Schiff aus. Und das ist hier so das Thema mit der User Interface, was ich euch erzählt hatte. Und wir wollen mal ein bisschen losschiffen. Mit WASD könnt ihr natürlich steuern. Und was sehen wir hier? Hier ist doch Beute. Oh, und wir finden Dublonen und noch etwas. Das war relativ schnell weg. Wir schauen hier gerade mal drauf. Schön, dass im Hintergrund gesungen wird. Doch was dann? Haben wir schon ein erstes Schiff vor uns? Und uns wird eine Stelle angezeigt, zu der wir wahrscheinlich fahren sollen. Man weiß es nicht ganz genau. Aber es scheint mir, als würden wir hier auch ein bisschen Bauholz dazu bekommen. Wir haben eine Kogge, die sich Fernweh nennt. Und wir sammeln alles ein, was wir auf der Strecke finden, definitiv. Bauholz 8. Und schon die erste Aufzeichnung da unten. Plünderer. 10 Stück Treibgut. Doch was haben wir hier? Die Untiefen. Quest ist abgeschlossen. Es beginnt eine Szene. Es klingt nicht... Oh, es klingt nicht gut, wollte ich gerade sagen. Da ist ein großes Schiff. Schön Piraten beflaggt. Und dann? Ohne Kehrtwende über diesen Stein. Ja, großartig. Okay, den haben wir mal ausmanövriert. Das Schiff kentert früh. Was für uns so viel bedeutet wie... Oh, wir sind schon an Land. That was a close call. The archipelago is in chaos after the collapse of the Republic. We'd better hunker down on Galley Island for now. Come up with a plan. Let's start with a dock to house our supplies. Das war knapp. Nach dem Fall der Republik herrscht Chaos auf dem Archipel. Wir sollten uns fürs Erste auf Galley Island niederlassen und uns einen Plan einfallen lassen. Fangen wir mit einem Dock an, um unsere Vorräte unterzubringen. Und dann machen wir das natürlich auch. Gerade mal schauen. Neues Gebäude freigeschaltet, ein Dock, der Anfang. Und dann wollen wir das mal bauen. Gebäude errichten. Wir wählen das aus, indem wir aus der Symbolleiste am unteren Bildschirmrand die Gebäudekategorie wählen. Wir bewegen dann den Mauszeiger über ein Gebäudesymbol. Okay, soweit so klar. Manche Gebäude wie die Docks oder die Minen können nur an bestimmten Orten oder in bestimmten Zonen errichtet werden. Dann wollen wir mal Infrastruktur und hier das Dock errichten. Kostet uns scheinbar, wir haben 27.900 Dublonen, wir brauchen 50. Und haben außerdem 50... Moment, wo haben wir es? Sind Baumaterialien? Ah, hier ist es ein bisschen genauer aufgeteilt, wenn man draufklickt. Bauholz, 50 Stück. Wir brauchen 8 und wir sollen es genau hier errichten. Dann machen wir das auch an der Stelle.
If we want to take the fight to our old companions, we'll need men. There are plenty of rough and ready types looking for work, so long as we give them somewhere to stay and something to do. Wenn wir den Kampf mit unseren alten Kumpanen aufnehmen wollen, brauchen wir Männer. Es gibt genug harte Kerle, die nach Arbeit suchen, solange wir ihnen eine Bleibe und eine Aufgabe geben. 5 Hütten bauen. Verbinden Sie die Hütten über eine Straße mit dem Dock. Um zu funktionieren, müssen Gebäude über Straßen mit den Docks verbunden sein. Nun gut, dann wollen wir das doch mal errichten. Frage ist Infrastruktur. Wir haben hier den Schotterweg oder aber auch Hütten. Gucken wir uns mal... Können wir uns mal gerade die Insel ein bisschen genauer anschauen? Schotterweg zur Verfügung gestellt. Wir drücken mal kurz auf Pause. Ja, wir sind hier wirklich schön angedient. Das Problem ist, ich würde gerne irgendwie den Neigungswinkel ändern, aber ich sehe keine Möglichkeit. Ich schaue mir das mal gerade in den Einstellungen an, ob das geht. Das macht mir momentan leider nicht den Eindruck. Sei es drum. Wir haben hier relativ viel bewaldet, eigentlich nur bewaldet. Insofern müssen wir auch keine Rücksicht nehmen und setzen unsere ersten Hütten. Das einigermaßen nah beisammen. 5 Stück wollen wir. Ja, dann packen wir hier mal eventuell 3 und 2 zusammen. Und dann mit dem Schotterweg hier oben einmal entlang. Und dann brauchen wir auch noch einen Marktplatz in der Nähe von den Hütten. Nun denn... Sind die Annehmlichkeiten? Da kommt der Marktplatz daher. Oh, der ist relativ groß. Schön, dass der hier genau reinpasst. Und dann sollen wir die Trümmerteile des gesunkenen Schiffs bergen. Ah, hier. Okay, hier vorne haben wir noch was. Aus irgendeinem Grund bewegt sich unser Schiff momentan nicht fort. Ah, wahrscheinlich, weil ich auf Pause bin. Ja, klar. Dann lassen wir mal weiterlaufen. Reichweite der Gebäudewirkung. Bestimmte Gebäude wie Bordelle und Tavernen erfüllen die Wünsche der Arbeiter in der Umgebung. Die Reichweite der Wirkung wird beim Platzieren oder Auswählen des Gebäudes durch die Einfärbung der umliegenden Straßen angezeigt. Soweit so bekannt. Damit haben wir Dublonen und noch mehr Bauholz gefunden. Die Frage ist, können wir noch mehr sammeln? Ist hier irgendwo ein Schiff noch gesunken? Wir wissen nichts davon. Hier gibt es schon noch relativ viel zu erkunden. Hier hinten sehen wir ein Salzvorkommen. Aber hier sind noch ein paar Trümmerteile, ja, und die würde ich mir ganz gerne holen. Und hier unten ist doch das gesunkene Schiff, oder? Ja, das soll hier erkundet werden. Schauen wir gerade hier, während wir kurz pausieren, auf die Fernweh. Sehen hier Jack Stratford, unseren Kapitän. Zufällige Chance, 2 Kanonenschüsse kurz hintereinander abzugeben, Level 20. Also, achso, ab Level 20 gibt's das. Okay, er ist auf Level 1. 880 Trefferpunkte hier unsere Kogge. Und momentan Streuschuss eingestellt. Können sie reparieren, theoretisch. Sehen hier die Reichweite, die Feuerkraft, die Geschwindigkeit und die Nachladezeit sowie den Schaden pro Sekunde. Okay. Aber wir wollen natürlich zu diesem Schiff. Dublonen sammeln wir munter. Und haben momentan hier wirtschaftlich ein kleines Defizit von 10. Und gehen dann hier auf das Schiff. Oh, 12.000 Dublonen sind sehr, sehr viel. Als Dekoration eine Galionsfigur freigeschaltet. Und die errichten wir natürlich auch. Während ich immer noch ein bisschen mit der Kamera kämpfe. Kleiner Kritikpunkt tatsächlich hier zu Beginn dieses Spiels. Dann einmal zurück. Hier, das hätten wir, glaube ich, auch mal drehen können. Sieht ein bisschen blöd aus, dass die Flagge hier falsch rum ist. Wenn man es so rum hat, geht es allerdings wieder. So, wir wollen die Galionsfigur errichten. Und dann wählen wir hier unten die Galionsfigur aus. Eine vom Bug eines Schiffs abgerissene Galionsfigur. Okay, wo können wir die denn hinstellen? Vielleicht hier... Na, wobei, hier soll der Weg wahrscheinlich noch weggehen. Die Frage, wo wir die platzieren werden. Ich setze sie einfach mal hier unten hin. Salvaging materials from wrecks is good and all, but we've got plenty of resources at our fingertips on the island too. We'll need a steady supply of wood for what's to come.
Na, sehr gut. Wir können Materialien aus Wracks bergen, aber das ist natürlich nicht das, was wir uns vorstellen. Wir haben Ressourcen auf der Insel zur Verfügung und wir brauchen Holz. Das ist natürlich das Erste, was immer gesammelt wird. Und wir haben ja gesehen, wie viel hier auf der Insel zur Verfügung ist. Das heißt, wir werden eine Holzfällerhütte und eine Sägemühle errichten. Frage ist, wo? Bisschen abseits vielleicht? Hier links im Westen? Setzen uns hier mal einen Weg rüber. Und gehen dann ins Bauen. Die Holzfällerhütte. Und ihr seht das schon über den Pfeil hier unten zur Sägemühle. Und hier bekommen wir auch die Auslastung angezeigt. Hier bei 100%. Ja, dann platzieren wir das doch mal hier. Produktionsstätten. Um Materialien zu produzieren, benötigen Produktionsstätten Geld und Arbeiter einer bestimmten Stufe. Wichtige Informationen wie die Arbeiteranzahl werden am oberen Bildschirmrand angezeigt. Die Arbeitersymbole stehen für die Anzahl der verfügbaren untätigen Arbeiter, die den Produktionsstätten zugewiesen werden können. Einige Gebäude wie die Holzfällerhütte müssen nah an einer natürlichen Ressource stehen, um Materialien sammeln zu können, während andere ein Material zu einem anderen verarbeiten. So, dann brauchen wir hier natürlich irgendwie eine Verbindung zum Dock, das ist klar. Und setzen die erstmal über die Infrastruktur und den Weg. Reduzieren dadurch ein bisschen hier unsere Auslastung. Beziehungsweise die Wirtschaftlichkeit. 95%. Oh, kein Depot in Reichweite. Müssen wir da noch was... Moment. Wir müssen wahrscheinlich jetzt einfach die Sägemühle hier setzen. Und die unten hin platzieren, sind wir irgendwie bei... Reicht das so? Ja, so scheint es zu funktionieren. Ich habe ein paar der Lads, um Güter von Platz zu Platz zu bringen. Es ist effizienter, die Materialien in ein Depot zu dumpen, damit sie sich nicht so weit tragen. Okay, wir brauchen ein Depot. Hier ist die Sägemühle. Produktionseffizienz liegt bei 150%. Das ist in Ordnung. Jetzt wollen wir ein Depot errichten. Das sind die Hütten. Hier ist das Depot. Träger bringen Materialien aus den Depots zum nächsten Punkt in der Produktionskette. Ich frage, ob wir das hier unten am Zipfel mal platzieren sollten. Ich denke fast schon. The more we provide for our workers, the happier they'll be. The happier they are, the more they'll contribute. Cutthroat pirates have needs too, you know. Je besser wir unsere Arbeiter versorgen, desto zufriedener werden sie sein. Je zufriedener sie sind, desto mehr werden sie beitragen. Furchteinflößende Piraten haben schließlich auch Bedürfnisse. Okay. Wir interagieren mit einer Hütte, um zu sehen, was die Arbeiter brauchen. Machen wir sehr gerne. Sehen hier die Bedürfnisse. Das Auswahlfenster einer Unterkunft zeigt die Bedürfnisse der Arbeiter an, die bei Erfüllung für ein höheres Einkommen oder zusätzliche Arbeiter sorgen. So denn, klicken wir mal drauf. Sehen die Bedürfnisse. Fisch, Marktplatz und Seil werden hier gewünscht. Nun denn, dann wollen wir sie mal mit Fisch als Bedürfnis hier zufriedenstellen, weswegen wir den Fischereihafen hinzubekommen. Hier wurde gerade irgendwie was angezeigt, aber es ist alles okay. Es wird gearbeitet. Verfügbare Hilfsarbeiter 10. Und für die Bedürfnisse, ja, das ist ein bisschen unglücklich gewählt, finde ich, hier jetzt Bedürfnisse als Grundfenster zu wählen und dann den Fischereihafen zu setzen. Trotzdem werden wir ihn errichten. Wir spotted some floating barrels not far from the coast. It might be nothing, but it could be something too. Nicht weit von der Küste wurden einige im Wasser treibende Fässer entdeckt. Wahrscheinlich steckt nichts Interessantes in ihnen, aber vielleicht ja doch. Nun, dann gehen wir auf Schatzsuche. Schatz in den Fässern gefunden. Ja, ich denke, wir werden was finden. Wir finden Dublonen und Bauholz. Und hier unten ist noch ein bisschen was und hier oben im Osten auch. Nur mehreres. Was entdecken wir? Dublonen und Bauholz en masse. Und ein negativer Wert der verfügbaren Hilfsarbeiter bedeutet, dass unsere Produktionsstätten nicht über genügend Arbeiter dieser Stufe verfügen und wir mehr Häuser bauen oder Bedürfnisse befriedigen müssen. Ich denke, ersteres ist dann in dem Moment der Fall. Die Frage ist, ob wir irgendwo noch was finden.
müssen. Hier unten ist noch ein Schatz potenziell. Ah, hier ist noch ein bisschen was. Und ihr seht hier unten die ganzen vielen Punkte, die jetzt ein bisschen im Weg sind, ehrlicherweise. Ich würde ganz gern weitere Hütten setzen. Und warum nicht hier auch noch zwei Stück errichten? Wohnen tun hier mal noch keine. Ändert sich sicherlich gleich. Und die Kogge ist immer noch bester Laune. Es wird immer noch gesungen. Sehr, sehr schön. Sehr muntere Musik auch im Hintergrund. Ich weiß nicht, wie gut ihr die mitbekommt hier in der Aufzeichnung, aber ist schon gut was los. Ja, und wir sammeln hier mal wieder munter Treibgut ein. Auf unserem Archipel. Minus 1. Jetzt sind wir wieder bei genügend Hilfsarbeitern. Die ziehen hier wohl ein. Das hat sich also rentiert. Sind dafür aber satt im Minus, was hier die Wirtschaft anbelangt. Die Gebäudeunterhaltungskosten fressen uns momentan ein bisschen auf. Das müssen wir noch verbessern. Und die Schatzsuche ist abgeschlossen. Well, the barrels were empty, except for a bunch of letters from the British West Indies Company about claiming some island or another. Nothing that mentions treasure. Okay, nichts, was auf einen Schatz hindeuten würde. Wir kommen mit unserem Schiff wieder zurück. Doch was dann? Sind wir das? Nee. Da hinten ist unser Schiff, ganz im Norden. Seht ihr den kleinen Punkt? Das ist jetzt etwas unglücklich. Mary Connor. Here's someone you want on your side in a fight. She's a tough old gal. Can hold her own in a naval battle or a tavern brawl just the same. The men all look up to her. She was once at Jack's right hand. He must have done something really stupid to piss her off. Besides knocking off your old man, that is. If we're going toe-to-toe with the former Republic, we could do with her directing our ships and not theirs. Mary Connor wird vorgestellt. Sie ist jemand, den man im Kampf auf seiner Seite haben möchte. Sie ist ein zähes, altes Mädel, das sich bei einer Seeschlacht ebenso behaupten kann wie bei einer Schlägerei in der Taverne. Sie war mal Jacks rechte Hand. Er muss etwas wirklich Dummes getan haben, um sie zu verärgern. Abgesehen davon, dass er ihren alten Herrn umgelegt hat, meine ich zumindest. Wenn wir es mit einer oder der ehemaligen Republik aufnehmen wollen, wäre es gut, wenn sie unsere Schiffe kommandieren würde, nicht deren Schiffe. Tja, wir können nur annehmen. John, is that you? Thank God I found you here. Jack double-crossed me. Well, I was trying to betray him first and he found out, so... Anyway, the fair lady's in a pretty bad state. Help us out, won't you? Okay, Mary Connor fragt nach Hilfe und fragt, John, bist du das? Gott sei Dank habe ich dich hier gefunden. Jack hat ein doppeltes Spiel mit mir getrieben. Nun ja, sie habe zuerst versucht, ihn zu betrügen, was er herausgefunden hat. Aber, wie auch immer, die schöne Dame ist in einem ziemlich schlechten Zustand. Sie bittet um Hilfe. Ja, abgemacht. Wenn es nichts anderes zu tun gibt wie dies, haben wir scheinbar ein weiteres Schiff dazu bekommen, oder? Eine neue Verbündete. Reparieren Sie Marys Schiff, die schöne Dame, über das Schiffauswahlfenster. Zu weit vom Dock entfernt. Wir können sie also jetzt steuern. Und dann schicken sie in die Reparatur. Das kostet uns 1300 Dublonen. Captain, the men reported several ships heading directly for us. Looks like we've been discovered. Let's put the fair lady's firepower to some use. Und wir wurden entdeckt. Die Männer haben mehrere Schiffe gemeldet, die direkt auf uns zusteuern. Sieht aus, als hätte man uns entdeckt. Wir sollten die Feuerkraft der schönen Dame uns zunutze machen. So, und jetzt ist die Frage, wo ist unser anderes Schiff? Eine taktische Karte wird uns angezeigt. Die Frage ist, wo? Um die taktische Karte zu öffnen, klicken Sie auf das Symbol in der linken Leiste oder zoomen Sie einfach heraus. Die taktische Karte ermöglicht schnelles Navigieren und eine umfassende Einschätzung der umliegenden Landschaft. Okay, wir gucken uns das mal an. Okay, dann können wir auch auf Pause klicken. Und da oben kommt ein Schiff rein. Wir wollen angreifen. Angreifen, gegnerisches Schiff. Okay, das ging jetzt relativ zügig. Na, hier wird schon gekämpft. Dann wollen wir mal. Zwei Schiffe sind es insgesamt. Ja, die schöne Dame hat natürlich ein extrem starkes Schiff. Feuerkraft 147. Da konnten wir nicht mithalten mit 55. Das gegnerische Schiff hat eine 37er Feuerkraft und das war sehr, sehr schnell erledigt. Wir können einsammeln.
was wir so finden. Dublonen und Co. Bauholz. Eine neue Verbündete. I think the lads and I are in a capable pair of hands with you. We'll be staying a mite longer if you don't mind. How about a drink to celebrate living one more day, eh? Mary Connor möchte trinken. Sie ist froh, dass sie noch ein bisschen länger bleiben kann und dass sie noch einen Tag länger lebt. Ausgezeichnet. Schiff geht wieder zurück, wird wieder repariert. Und damit haben wir zwei Schiffe. Was brauchen die Arbeiter noch? Oh, wir brauchen 200 Hilfsarbeiter. Das ist relativ viel. Zuckerplantage. Es ist relativ viel los. Statten Sie die Arbeiter mit Seilen aus und versorgen Sie sie mit Rum. Na, dann wollen wir wirklich mal loslegen. Hanfplantage. Hier kommt einiges rein. Die Seilerei. Die Frage ist, womit beginnen wir? Jetzt kommt vieles aufeinander. Schauen hier mal gerade. Fische. Versorgungsgrad 100%. Marktplatz auch okay. Aber Seile, die fehlen natürlich erstmal. Dann müssten wir zu den Bedürfnissen. Und von der Hanfplantage geht es zur Seilerei. Würde ich auch gerne hier hinten irgendwo platzieren. Hat hier sogar noch in der Ecke Platz. Plantagengebäude werden uns angezeigt. Bei Plantagengebäuden handelt es sich um Produktionsstätten, die Felder zur Materialgewinnung benötigen. Ah, okay. Platzieren Sie Felder, in denen Sie das Symbol im Gebäudeauswahlfenster auswählen. Die Felder müssen an das Plantagengebäude oder bestehende Felder angrenzen. Das ist ein bisschen unglücklich also gelaufen. Möchte ich fast weinen. Ich denke, das können wir nochmal abreißen. Denn wir sehen es hier oben. Keine Plantagenfelder wurden angelegt. Ja, das werden wir nochmal kassieren, dieses Gebäude. Jetzt muss ich natürlich nur gucken, wo. Ein Blick in die Shortcuts verrät uns, dass mit C das Gebäude abgerissen wird. Bekommen wir hier immerhin wieder im mittleren Schwierigkeitsgrad ein bisschen was zurück. Wir gehen nochmal auf die Infrastruktur. Und ziehen hier einen Weg durch und errichten, glaube ich, hier dann so ein bisschen das Feld. Also, einmal die Hanfplantage bitte. Die wir hier mal mittig setzen. Und dann brauchen wir da die Hanfsetzlinge drumherum. Okay. 61 von 72. Wir können noch eine Reihe setzen. Dann sind wir bei 71 von 72. Noch einen einzigen, der benötigt wird. Na, dann bitte hierhin. Dann müssten wir es doch haben. 72 von 72, das ist okay. Und dann noch die Seilerei anbei. Ermöglicht uns auch noch die Geschichte, hier einen Weg noch reinzupacken. Und wir brauchen dringend mehr Hütten. So habe ich das Gefühl. Dringend. Ziehen hier einen Weg hoch. Und verbinden das Ganze hier oben mal. Um noch ein paar Hütten zu setzen. Und ihr seht das, 56 von 200. Wir können die Geschwindigkeit hier mal ein bisschen hochschieben. Die Frage ist, ob wir hier noch welche hinpacken. Ein paar Hütten für Hilfsarbeiter. Es ziehen mehr ein. Na, 28 von 50 Mitarbeitern. Wir haben zu wenig. Es könnten natürlich noch ein paar hinzukommen. Doch was wird uns dann angezeigt? Die Depots. Träger bringen Materialien aus den Depots zum nächsten Punkt in der Produktionskette. Jedes Depot verfügt über eine begrenzte Anzahl von Trägern. Wenn die Verladeplätze voll sind, warten die Träger, bevor sie die Ware ausliefern. Wenn zwei Gebäude in einer Produktionskette nahe beieinander stehen, bevorzugen die Träger aus Effizienzgründen den direkten Transport der Materialien zu diesen Gebäuden. Und das Auswahlfenster der Produktionsstätte zeigt die in diesen Gebäuden gelagerten Materialien sowie die Gesamtkapazität der Materialien auf allen Inseln an. Okay, wir kümmern uns aber nichtsdestotrotz hier nochmal um die Geschichte mit dem Hanf und den Seilen, wo ehrlicherweise noch nicht wirklich flott hier angeliefert wird. Wobei, der ist jetzt, wann ist der denn da? Also momentan sind es auch noch 30 von 50 Arbeitern, das sind irgendwie
wahnsinnig viele. Sind das die Arbeiter? 30 von 50? Müssen so viele da arbeiten? Hier wären es 13 von 20. Kann mir das fast gar nicht vorstellen. Also da muss noch ein bisschen Hirnschmalz rein in der nächsten Folge. Aber der Anfang ist geschafft. Wir errichten Hanf für Seile. Wir sammeln Fische. Und wir haben vor allen Dingen, das ist ganz, ganz entscheidend, zwei Schiffe. Nämlich die Schöne Dame und einmal Fernweh, unsere Kogge von Beginn an. Zwei Schiffe für unsere Galley Island hier, unsere erste eigene kleine Pirateninsel in Republic of Pirates, einem neuen Spiel aus dem Hause Crazy Goat Games und vom Publisher P-Cube. Freue mich auf eure Eindrücke, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Republic of Pirates. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.